Schwarze Löcher bringen den Tod. Wenn ein Stern in die Nähe eines schwarzen Lochs gerät, wird er auseinandergerissen. Doch jetzt hat ein Forschungsteam ein lang gehütetes Geheimnis der schwarzen Löcher gelüftet. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen auch Sterne zum Leben erwecken. Ziemlich verrückt, wenn man weiß, wie schwarze Löcher eigentlich alles aufsaugen. Und schon bald werden wir wahrscheinlich so etwas auch beobachten können. What? Jetzt bei Klicks und Science and Fiction herzlich willkommen. Vorab noch eine kleine Bitte. Wir wollen Klicks im Jahr werbefrei machen. Bei einem Video pro Monat haben wir und ihr es schon geschafft. Helft mit und werdet Mitglied. Hier unter dem Video draufklicken und uns mit einem kleinen Betrag unterstützen. Immer wenn genug zusammenkommen, schalten wir vor einem monatlichen Video mehr die Werbung ab. Es sind also jetzt schon 12 Videos pro Jahr zusammengekommen und jetzt geht es endlich hier los. Sie sind gleichzeitig die größten und die kleinsten Objekte im Weltall. Ihr Zentrum, also das Gestirn, ist vermutlich unendlich klein und der Ereignishorizont, also die Grenze, nach deren Überschreiten es weder für Materie noch für Licht eine Wiederkehr gibt, die ist unfasslich riesig. Das Größte, was es im Weltall gibt. Erst vor kurzem hat ein amerikanisches Astronomenteam ein äußerst hungriges Loch entdeckt. Seit mehr als 11 Jahren frisst es die Überreste eines Sterns, den es einmal zerrissen hat. Das Ganze passiert in der Galaxie NGC 5813 im Sternbild der Jungfrau. Der Appetit von schwarzen Löchern kann gigantisch sein. Ihr größtes Talent, Materie aufsaugen. Wenn es keine Materie rund um ihr Schwerefeld mehr gibt, warten sie geduldig ab, bis sie wieder zuschlagen können und Materie verschlingen. Danach stoßen sie einen Strahl an Partikeln aus. Dazu Julie Comerford von der University of Colorado Boulder, die das Ganze mit menschlichem Verhalten assoziiert. Schwarze Löcher sind ganz schön gefräßig, aber sie haben keine sehr guten Tischmanieren. Doch jetzt hat ein Forschungsteam aus den USA anhand eines Modells herausgefunden, dass schwarze Löcher auch anders können, denn sie sind wohl auch in der Lage, neue Sterne entstehen zu lassen. Wow! Dafür müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Bei dem Stern muss es sich um einen weißen Zwerg handeln, also eher ein kleiner Stern, der sich im letzten Stadium seines Lebens befindet. Das schwarze Loch selbst muss mittelschwer sein, denn sonst würde es den weißen Zwerg entweder komplett ignorieren oder aber komplett verschlingen. Nach Angaben des Forschungsteams läuft das Ganze dann so ab. Kommt der weiße Zwerg in die Nähe des schwarzen Loches, verdichtet er sich gleichzeitig und dehnt sich aus. Dieser Prozess wird in der Fachsprache auch als Tidal Disruption Event bezeichnet. Da sich der Stern, wie gesagt, im Endstadium befindet, ist die Kernfusion in ihm bereits zum Stillstand gekommen. Also er leuchtet gar nicht mehr so hell oder ist quasi eigentlich gar kein Stern mehr. Doch durch das Zusammenziehen, was durch die Kräfte des schwarzen Loches ausgelöst wird, kann die Kernfusion noch einmal aktiviert werden. Zwar nur für eine kurze Zeit, aber immerhin ein absolut spektakuläres Ereignis. Das alles konnte bisher nur in Modellen beobachtet werden und das aus einem kuriosen Grund. Forschungsteams konnten in unserem Universum nämlich bisher kein einziges schwarzes Loch mit mittlerer Größe aufspüren. Stattdessen wurden immer nur entweder schwarze Löcher mit einer Masse von etwa 100 Sonnen oder aber mit mehr als 100.000 Sonnen aufgespürt. Doch theoretisch gesehen spricht eigentlich nichts dagegen, dass es auch Exemplare gibt, die in der Mitte liegen, also eine Masse von etwa 1.000 bis 100.000 Sonnen aufweisen. Möglicherweise könnten genau diese lang ersehnten schwarzen Löcher durch das Phänomen des Tidal Disruption Events aufgespürt werden, was ein enormer Fortschritt wäre, so das Forschungsteam in der Pressemitteilung. Das Problem, derzeit gibt es noch keine Instrumente, die bei diesem Ereignis entstehenden Gravitationswellen messen könnten. Doch genau diese würden uns endlich auf die Spur der mittelschweren schwarzen Löcher führen. Aber da sind wir ja mit der Entwicklung relativ weit schon, nachdem im LIGO ja hier auf der Erde zum ersten Mal Gravitationswellen gefunden wurden, soll 2034 der europäische Gravitationswellendetektor ins All geschickt werden. Statt ein paar Kilometern Größe wird dieses System aus 3 Satelliten, die mehrere Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, bestehen. Wow, damit wird es auch mehrere hunderttausend Mal empfindlicher als LIGO sein und solche Entdeckungen werden dann endlich möglich. Ja, hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Existieren wir in einem schwarzen Loch? Ja, und wenn ihr kein Video mehr zu diesen und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann folgt mir auf WhatsApp. Nur da bekommt ihr von mir vor allen anderen das neueste Video, ganz unabhängig von der Abo-Box hier auf YouTube, die ja bei dem einen oder anderen nicht so ganz so perfekt funktioniert. Ja, und dafür da draufklicken und gerne auch ein Abo dalassen und natürlich nicht die Glocke vergessen. Bis dann. Bleibt dran.